willkommen in der Galerie 1.1. Ich möchte Ihnen heute vorstellen die Künstlerin und Fotografin und Malerin Anne-Kathrin Küschet. Und die erste Frage ist natürlich, was ist das Besondere an Ihrer Fotografie und Malerei? Dass ich meine Fotografie und meine Malerei verknüpfe. Am liebsten auf Leinwänden. Also ich fotografiere eigentlich alles, was mir von den Linsen kommt. In dieser Ausstellung sehen Sie Natur, Bäume, Wurzeln, ich liebe das. Sie sehen sie hier noch pur, aber ich habe auch schon angefangen, diese Leinwände zu bemalen. Ja? Also es entstehen darauf Bilder und ich liebe es einfach, Augen, Münder, Lippen, die auch was ausdrücken, da reinzumalen in die Natur. Und es ist nicht nur so, dass ich da was aufmale oder so. Ich erlebe das auch. Ja. Ich lebe in der Natur, ich bin da aufgewachsen und wenn ich in die Natur komme, flüstert mir die Natur auch was zu. Ich sehe überall etwas Schönes und das male ich da rein. Und ja, und ich wünsche mir auch, dass jeder etwas für sich findet, wie in der Natur, was ja auch das Thema unserer schönen Ausstellung ist, wo wir Seelenvitamine verstreuen wollen. Wie auch in der Stadt. Und auch in der Stadt male ich total gerne Augenmünder, imaginäre Gesichter darauf, auf die Fotos, die ich gemacht habe. Ich meine, ich kann ja mal was zeigen. Das habe ich mir schon gemacht. Vielleicht das Hamburger Tor mit dem Mund. Ja, wir ja hier auch einen Mund haben am Fuße der Wurzel. Ich weiß nicht, kann man das jetzt hier sehen? Das hat natürlich für mich auch noch eine besondere Bedeutung. Es ist jetzt schon über 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Dieses Bild ist auch aus dem letzten Jahr vom Mauerfall. Und hier guckt ein riesiger Mund mit einem Auge im Mund über die Mauer in den Osten. Ha! Ja, kann man sich da überlegen und denken, was man will. Es ist aufgenommen, das Foto. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren während des Festival of Lights. Da gibt es auch einen Spruch drauf. Ich muss mal kurz lesen. Ja. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Ja, wo wir schon in Berlin sind, habe ich hier nochmal den Reichstag mit einem großen grünen Auge. Grün, rot, blau ist eigentlich egal. Auge ist wichtig. Ihre Bilder erinnern ein bisschen an Graffiti. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Graffiti ist eine Leidenschaft für mich geworden. Ich liebe es auch an Wände zu malen, an legale Wände natürlich. Und da möchte ich einfach mal sagen, ich hoffe, hier hören die richtigen Leute zu, es gibt viel zu wenig legale Wände. Es gibt viele wunderbare Künstler, die gerne sprühen, malen an Wände und dazu gehöre ich auch und ich liebe es und ich wünsche mir viel mehr legale Wände. Also auch dort finden Sie die Augen, die Münder und auch natürlich andere Figuren. Sie können dann auf meine Internetseite oder auf meine Instagram-Seite gucken, da gibt es schon ein paar Sachen. Genau. Das packe ich dann mit in die Shownotes unten rein. Ja, das finde ich toll, vielen Dank. Ich mache aber nicht nur Graffiti auf Street Art. Auch da wünsche ich mir, dass es viel mehr Orte gibt, an denen das möglich ist. Space Art, Sticker. Es gibt so wunderbare Sachen und ich freue mich auch immer wieder, Künstler zu finden, zu treffen, die sich mit auf den Straßen, deren Kunst auf den Straßen zu finden ist. Das ist einfach so wunderbar, es macht die Stadt bunt, es gibt politische Aussagen, es gibt Aussagen, die aus dem täglichen Leben kommen, die uns irgendwie weiterbringen, die uns zum Lächeln bringen, die uns zum herzhaften Lachen bringen. Ja, die wichtigste Frage natürlich für unsere Zuschauer, wie findet man jetzt den Umriss oder wie findet man jetzt in dem schönen Foto
von der Natur, den Umriss eines Mundes, eines Auges, ja, sieht man das sofort beim ersten Foto. Oder braucht man dann eine Weile und was ist man dann länger an und beschäftigt man sich länger mit der Konzeptidee? Das ist aber auch wirklich auch sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ist zu sehen, das ist noch nicht fertig. Während der Ausstellung werde ich hier auch noch weiter dran malen und mal sehen, ob ich es fertig kriege. Bis Sonntag ist ja noch die Ausstellung. Das wird ein Mund, es wird noch mehr dazu kommen. Ich habe da schon so ein paar Gedanken dazu. Das ursprüngliche Foto hängt hier aber auch. Als ich da durch die Natur gewandert bin, es war eine wunderschöne Wanderung in Sachsen, im Elbsandsteingebirge. Ich habe nicht an diesen Mund gedacht, auf keinen Fall. Erst später, im Konzert. Eigentlich habe ich das arbeiten. Genau. Ich habe ja auch diese Idee mit dem Malen erst viel später geboren. Zuerst habe ich fotografiert und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ich möchte mehr machen. Es gibt in meinem Kopf so viele Ideen und ich male auch so gerne. Und warum soll ich denn nicht auf diesen Leinwand malen? Und dann habe ich mir dieses Bild angeguckt und habe gedacht, wow, da passt doch viel rein, aber ich finde, da passt jetzt mein Mund rein oder da passt doch noch viel mehr rein. Das ist eine Überraschung, falls ihr vorbeikommt, könnt ihr dann das fertige Bild irgendwann sehen, spätestens auf meiner Seite. Und so ist eigentlich das Konzept. Ich fotografiere, was mir gefällt, was mir auffällt. Ja, ich habe hier auf die Form in der Natur geschaut und gedacht, die sind schon für sich so wunderschön. Man kann sie sich auch so an die Wand hängen und Freude dran haben. Man kann träumen und im Wald spazieren gehen und dieses Bild betrachten. Das heißt, die Natur hat einen positiven Einfluss auf uns als Stadtmenschen. Auf alle Fälle. Und dann kam irgendwie die Idee, ach Mensch, man kann ja damit noch weiterarbeiten mit diesen schönen, positiven Formen. Ja, und daraus entstehen dann schöne Bilder, die dann auch wieder eine andere Aussage bekommen. Genau. Ja, herzlichen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich auch bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Mühe, dass Sie das Video bis jetzt angeschaut haben. Über Likes, Kommentare und Abonnements unseres Kanals würde ich mich freuen. Herzlichen Dank, die A80 und Anne-Kathrin Fischl. Danke. Tschüss.